Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns und auch herzlich willkommen am südlichsten Punkt nicht nur Südafrikas, sondern des gesamten afrikanischen Kontinents. Hierhin nehmen wir euch heute mit, aber es gibt noch ein bisschen mehr zu sehen, was unter anderem, das zeigen wir euch jetzt im Intro. Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier. Eigentlich berichten wir in unseren Videos von unseren Reisen mit dem Campervan. Die letzten anderthalb Jahre sind wir mit unserem Kastenwagen kreuz und quer durch Europa gereist. Davor auf dem Landweg über die alte Seidenstraße von Deutschland über Zentralasien bis nach Thailand gefahren. Ja wirklich, mit diesem Auto hier. Und jetzt nach 31 Monaten Vollzeit-Vanlife lassen wir unseren Camper zum ersten Mal stehen und sind nach Südafrika geflogen. Im letzten Video haben wir mit unserem Mietwagen den bekannten Swartberg Pass erklommen, uns im Nature's Valley über einen paradiesischen Sandstrand gefreut, den Urlaubsort Neisna mit seinen prominenten Felsformationen besucht und im Hinterland über die faszinierenden und abwechslungsreichen Landschaften gestaunt. Heute setzen wir unseren Roadtrip entlang der Garden Route fort. Wir besuchen nicht nur den südlichsten Punkt des afrikanischen Kontinents und schicken dort unsere Drohne mal wieder in die Luft, sondern besuchen auch einen wahren Geheimtipp, das abgelegene Die Hoop Nature Reserve, mit den wohl schönsten Stränden entlang der gesamten Garden Route. Los geht's! Wir starten den heutigen Abschnitt unseres Roadtrips entlang der Garden Route im zentral gelegenen George. Von hier brechen wir auf in Richtung Westen, halten nur kurz in Mossel Bay und fahren dann weiter zum Kapagulas und im Anschluss nach Bredasdorp und von dort aus das De Hoop Nature Reserve, das nur noch rund 230 Kilometer von Kapstein entfernt liegt, zu besuchen. Mossel Bay ist zwar der offizielle Startpunkt der Garden Route oder Endpunkt, wenn man wie wir aus dem Osten kommt. Aber ja, wir haben heute Morgen mal recherchiert, was man hier so machen kann. Und ja, ehrlicherweise haben wir da nicht so wirklich was gefunden, was uns angesprochen hat. Und jetzt, wo wir hier so durchfahren, sieht es auch alles eher so ein bisschen uninspirierend aus. Sehr viel Industrie, sehr viel Shopping. Ja, nichts für uns. Wir fahren durch und suchen uns den nächsten schönen Strand. Aber hier gibt es den vollgepacktesten Campingplatz, den wir bisher gesehen haben. Also wirklich sehr voll, sehr kompakt. Sehr eng. Ja. Nee, das wäre nichts für uns. Da haben wir doch direkt einen Aufkleber wiedererkannt. Mit Oma sind wir 2019 durch China gefahren und auch ein bisschen durch Pakistan. Und wir hatten es auch schon bei Instagram gesehen, vor ein paar Wochen war er hier, ist mit seinem Motorrad von Saudi-Arabien bis hier runtergefahren. Also ja, Oma, ganz, ganz liebe Grüße an dich. Recht am Anfang unseres Trips waren wir ja schon am südlichen Zipfel des Kaps der Guten Hoffnung und haben unser Touri-Foto vor dem berühmten Schild gemacht. Aber das Kap der Guten Hoffnung ist nur der südwestlichste Punkt Südafrikas. Der tatsächlich südlichste Punkt und auch der südlichste Punkt des gesamten afrikanischen Kontinents, der ist hier am Kap Agulhas, so 200-300 Kilometer von Kapstadt und eben vom Kap der Guten Hoffnung entfernt. Und hier treffen auch der Indische Ozean und der Atlantik aufeinander. Das wiederum ist technisch gesehen irgendwo da draußen auf dem Meer. Aber
Hier ist er, der südlichste Punkt Südafrikas und der südlichste Punkt des afrikanischen Kontinents. Und wenn alles gut läuft, sind Tina und ich dieses Jahr sogar auch noch am Nordkap. Aber dazu erzählen wir euch irgendwann später was. Ja, und hier kommen eben nicht ansatzweise so viele Leute hin wie zum Kap der Guten Hoffnung. Allein schon, weil das hier doch relativ abgelegen ist. Hier sind jetzt keine größeren Städte drumherum. Aber wenn man irgendwie ansatzweise in der Ecke ist, lohnt sich ein kleiner Ausflug hierhin auf jeden Fall. Und die Küste ist auch sehr schön. Hier sind so ein paar Wege angelegt. Kann man gut spazieren gehen. Also schön. Ja, wir machen heute mal Abenteuer. Wir übernachten auf einer Farm. In so einem kleinen Guest Cottage, aber das ist hier eine komplett in Betrieb befindliche Farm. Mitten in nirgendwo. Wir sind jetzt hier gerade 50 Kilometer wirklich nur durch Felder gefahren. Und haben kaum irgendwas anderes gesehen. Und das machen wir, damit wir uns morgen das De Hoop Nature Reserve anschauen können. Soll, ja, so ein Hidden Secret, wie sagt man das auf Deutsch? Ein Geheimtipp. Soll ein Geheimtipp entlang der Garden Route sein. Oder auch wenn wir uns nicht mehr auf der Garden Route finden, hier an der Küste. Soll sehr, sehr schöne Strände geben. Das wollen wir uns anschauen. Ja, wollen wir mal. Klein und gemütlich. Ja, warte mal, kann man hier Lichter machen? Ja. Ah, jo. Das war das, wo ein Sessel in der Toilette steht. Ja, gut. Mal was anderes. Aber ist voll süß. Ja. Unser Auto sieht aus wie Sau, überall ist Sand und Staub in allen Ecken und Ritzen. Aber ich weiß schon, warum wir das jetzt noch nicht sauber gemacht haben. Denn vor uns liegen 50 Kilometer Schotterpiste auf dem Weg zum De Hoop Nature Reserve. Das hätte sich einfach nicht gelohnt, weil das dringt hier einfach überall ein. Müssen wir mitleben.
hat dich dahingelegt. Sie hat einfach dahingelegt auf. Hallo, da ist der Kopf. Ich sehe den Kopf. Ja. Gott, das ist ein Klein. Komm, geh doch hinterher jetzt bei deinen Großen. Traumwetter, ne? Dass nicht schön ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich stimme zu, es ist ultra schön. Aber wir haben auch gerade Glück, es ist gerade einmal kurz ein bisschen der Himmel aufgerissen. Das lässt ja das Wasser dann doch ein bisschen geiler leuchten nochmal, wenn die Sonne da drauf scheint. Schön. Mega schön. Ja, ne? Wo sind die Delfine? Ja, denn das kommt hier noch hinzu. Eigentlich ist das hier ein totaler Hotspot, um Wale und Delfine zu sehen, vom Strand aus sogar. Aber das geht nur zwischen Juni und November. Wale, ja. Wale, ja. Ich denke, die Delfine dann auch, oder? Nein, das habe ich nicht gesehen. Ja, ich sehe keine. Regen. Ja, Tina hat gerade richtigerweise gesagt, hier ist ja gar nichts los. Und ja, genau das ist es unter anderem, was das The Hope Nature Reserve ausmacht, dass man hier eben Traumstrände so ziemlich für sich alleine hat. Denn dadurch,
ja, dass man doch relativ viele Kilometer Schotterpiste fahren muss, um hierher zu kommen, dass aber die Anreise ein bisschen schwierig ist, kommen nicht so super viele Leute hierher. Und ja, das Bild zeigt sich heute auch. Also wir haben irgendwie 3 Leute bisher gefühlt gesehen. Und ansonsten ist hier einfach nur Ruhe, Natur, Natur, Natur. Richtig cool. Wir haben heute Morgen nicht gefrühstückt, weil ich merke, ich habe richtig Hunger. Und ich glaube, du auch. Ja. Und da hinten gibt es ein Restaurant. Da fahren wir jetzt mal hin und gucken, ob wir da was kriegen. Ja, besser ist eine hungrige Tina, das in freier Wildbahn ist gefährlich. Ja, komm los. Ja, wir gehen jetzt eine Kleinigkeit essen und danach genießen wir hier noch ein bisschen das Naturreservat. Aber ich denke, dieses Video hier beenden wir jetzt. Nächste Woche fahren wir zurück nach Kapstadt und auf dem Weg dahin werden wir die Winelands vor Kapstadt besuchen und auch nochmal uns auf die Suche begeben nach Pinguinen. Es passiert also auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ja. Aber ja, das dann in der nächsten Woche. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.